Wir haben eine ziemlich einmalige Situation, nämlich die, dass die meisten von euch uns noch nicht kennen und wir die meisten von euch noch nicht kennen. Und diese Situation würde ich gerne mit euch zusammen nutzen für eine kleine Übung. Ihr könnt nämlich jetzt diese jungfräuliche Situation dahingehend verwenden, ziemlich unvoreingenommen in eine Wahrnehmung zu gehen. Ihr könnt jetzt einfach mal in eurer Weise euch darauf zu konzentrieren, Claudia und mich wahrzunehmen. Gebt euch mal eine halbe Minute Zeit und schaut euch mal an, was passiert, wenn wir uns beide waren. Ich bin neugierig, was da mit euch passiert ist. Also, vielleicht, wer mag es mal kurz sagen, was ihr wahrgenommen habt? Oder auch über eher visuell oder eher akustisch? Oder welche Aspekte der Wahrnehmung für dich besonders im Vordergrund waren? Ja, auch dich selbst vielleicht zu beobachten dabei, während du wahrnimmst. Für mich war die Frage im Vordergrund, was eigentlich Wahrnehmung jetzt sein könnte. Okay. Interessant. Weiter? Vielleicht? Ja. Ihr braucht doch jetzt nicht so viel Hemmung haben. Ihr sagt einfach, was war. Ihr müsst uns auch nicht schonen. Also, ihr könnt auch einfach mal aussprechen. Ich werde euch hinterher auch sagen, warum ich da relativ robust bin, egal was ihr sagt. Ja, also, sprecht es einfach mal aus, bitte. Ja. Also, ich fand es sehr interessant, wie sich die Gespräche mit mir vermischt haben, weil es ist dann doch schwierig, sich nur optisch auf sie zu konzentrieren, wenn hinter mir Gespräche sind, aber es vermischt sich auch schön von dem Warum. Okay. Das war interessant, dass es schwierig ist, sich auf sie zu konzentrieren. Okay, weil die Aufmerksamkeit durch andere Reize abgelenkt war. Und natürlich auch vermischt. Ich sehe sie und höre das Gespräch. Okay. Also was ich jetzt interessant fand, war, dass ich zwei sehr unterschiedliche Eindrücke hatte, bevor du uns gefragt hast, habe ich gedacht, motiviert, engagiert, tolle Farben. Und danach habe ich gedacht, junge Frau, älterer Mann. Vielen Dank. Ja, ich meine das wirklich ernst. Also diese Offenheit, die wünsche ich mir. Bitte weiter. Ja. Bitte. Naja, es ging ein bisschen bruchlos über, von der Diskussion über die Lautstärke hin zu dieser, der Schnitt dazwischen war nicht so klar, sodass sich das gemischt hat. Das war meine Mischung aus dem vorherigen Diskussion aus der, und der anschließenden Präsentation. Okay, also ich hatte darum gebeten, dass sie vorkommt, genau. Und dann ging es für dich übergangslos gleich dann in diese Übung. Genau. Okay. Ich hatte den Wunsch, bei so einer innovativen und mutigen Nachfrage die Augen zu schließen, weil man ja so gewöhnt ist an den optischen Eindruck. Versucht habe, hineinzuspüren, was eure Präsenz mit dir macht. Und das gelang dir gar nicht so, wenn ich dir auch aufmerksam einfach mal zu fühlen. Super. Ich freue mich über die Vielfalt dessen, was ihr da mitteilt. Vielleicht noch zwei? Ja. Für mich ist ein Feld von Beziehung entstanden durch die Vielseitigkeit der Wahrnehmung und den Raum, der da geöffnet worden ist. Also ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich auch akustisch abgelenkt war und eigentlich
also nicht mal 2 Minuten oder so gebraucht hätte, also in der kurzen Zeit, war es mir gar nicht richtig möglich, so mal meine Fühler auszustrecken und zu gucken, was kommt auf mich zu. Klar, es gibt 2, 3 Stichworte, aber nichts, wo ich, was ist das für ein Mensch? Das war zu kurz für mich. Ja, also ich habe dann so ähnlich wie du gesagt, okay, das ist jetzt die Aufgabe, jetzt gehen wir nicht auf das Offensichtliche, sondern auf das Subtile. Was nehme ich also sozusagen für eine Energie wahr? Ne? Und habe dann einfach sozusagen mein Herz aufgemacht und mal so gespürt. Und fand es erstmal bemerkenswert, dass du das mit so einer Ruhe angeleitet hast und meine Hypothese dahinter war, so innerlich aufstelle warst. Und das ist mir einfach aufgefallen. Und bei Claudia habe ich, also mein Fokus ging mir auf dich. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig eine Interpretation im Raum in mir gespürt. Und ich dachte, Mensch, das ist immer wieder typisch. Ja, der Typ spricht. Und jetzt wäre es doch eigentlich gut, wenn das ein Gleichgewicht hätte. So, und das habe ich nicht so wahrgenommen. Das würde ich mir wünschen. Claudia, hast du die Aufforderung? Ja, ich rede ja nicht nur an Claudia. Im Auto haben wir jetzt erst beschlossen, dass wir es zusammen machen. Weil wir den Vortrag im Auto besprochen haben. Und dann hast du so viel dazwischen geredet, dass er gesagt hat, na komm, wir sind in einem metamodernen, Experimentierfeld. Also nochmal ganz experimentell etwas tun, was wir noch nie gemacht haben. Dass wir zusammen es wagen, einen Vortrag zu halten und dass das friedlich also das ist tatsächlich gerade vor ein paar Stunden im Auto entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen es jetzt einfach mal zusammen und gucken, was dabei rauskommt. So, jetzt komme ich aber zurück zu meinem Thema. Also erstmal super, was fällt euch jetzt auf an den Rückmeldungen? Ist euch was aufgefallen, wenn ihr jetzt mal die vielen Antworten euch betrachtet, was fällt euch an diesen Antworten auf? Also an eure eigenen, aber vor allem jetzt, wenn ihr die anderen Antworten dazu im Kontrast hört. Suchen nach Mustern vielleicht. Okay, das ist alle ein gemeinsames Bedürfnis. Damit kann ich mal Merkungen von euch vergleichen, was würde ich sagen? Also auch die Erinnerung, wo erkenne ich das schon? Zugang vielleicht auch naheliegend, das werden solche anschauen. Also, dass hier mehr Menschen sind, die tendenziell eher nach innen gehen und sich selbst auch. Wie meinst du das? Also, ich kann mir erinnern, dass die Antworten sehr unterschiedlich waren, eben wie du sagst, wieder von innen, aber auch das Äußerliche. Und das ist schon faszinierend, wie unterschiedlich das zustande kommt. Noch eine Beobachtung. Also jetzt sind wir weg vom Anfang, dass ich euch zu der Wahrnehmung von uns eingeladen habe. Sonst jetzt sage ich, schaut mal auf euch, was ist denn jetzt eigentlich hier passiert in der Reflexion der Wahrnehmung, die ihr hattet. Ja, wenn ihr die jetzt wieder beobachtet, was fällt euch auf? Die Meta-Reflexion darüber, ob das, was ich wahrgenommen habe, auch stimmig ist, jetzt in dem Rahmen sozusagen zu teilen. Das ist auch nochmal die Frage. Das kann ja auch eine, wie auch immer, sein. Also auch die Meta-Reflexion, ob das sozusagen passend ist, jetzt das überhaupt in dem Kontext zu teilen. Genau, ob das noch stimmig ist, kompatibel ist, ja. Zu intimidierend zu sein oder sowas. Okay. Gut, also ich versuche das jetzt nochmal einzufangen, was ihr gesagt habt. Also was mir auch besonders aufgefallen ist, ist die Vielfalt. Die habe ich auch erwartet. Ja, ich habe erwartet, dass jeder was wirklich sehr unterschiedlich ist.
Und ich hatte jetzt bitte nochmal, ich habe eine sehr einfache Aufgabe gestellt. Ich habe gesagt, nehmt euch ein bisschen Zeit, uns wahrzunehmen, uns wahrzunehmen. Ja, und macht es auf eure Weise. Und da kam ja jetzt unglaublich vielfältige Sachen raus und das Naheliegende, dass man die Augen aufmacht, die Ohren aufmacht, ja, das war, kam gar nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die nächste eine, wenn man sagt, na gut, du hast ein türkises Hemd an und die Leute haben eine schöne Hose an oder so. Oder sie hat eine rosafarbene Hose an. Das ist oder also, Udos Stimme, die so und so. Ja. Also interessant ist, dass gar keine irgendeine Beschreibung der Sinneswahrnehmung von euch von sich gegeben hat. Wobei ich jetzt mal das unterstellen würde, Wahrnehmung ist vor allem erstmal Sinneswahrnehmung. Weil Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht. Sie hat auch von ausdrücklich gesagt, von der Farbe. Was ist das Farbe? Ah ja, entschuldigen Sie sich das. Aber ich war dann von der Interpretation sehr. Es war keine Interpretation. Es war einfach eine andere Wahrnehmung. Okay. Gut. Ja, also das muss man verstehen. Also wir haben offensichtlich unterschiedliche Auffassungen des Wahrnehmens. Und auch da brauchen wir jetzt nicht drüber streiten, sondern einfach nur feststellen, fest über den Begriff der Wahrnehmung haben wir gerade ein Problem, einen Konsens zu finden. Und was ich es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, dass wir hier jetzt um eine richtige Definition reden, sondern dass die Vielfalt. Die Vielfalt der Antworten, die Vielschichtigkeit der Antworten, spielt dann sehr für das, was ich euch eigentlich mitteilen möchte, im Hinblick auf das Bewusstsein, spielt das eine große Rolle, diese unglaubliche Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Antworten, die auch etwas zu tun haben mit einem ganz unterschiedlichen Aufmerksamkeitsfokus. Also damit ich etwas anderes wahrnehme als ein anderer, muss ich meine Aufmerksamkeit bestimmten Aspekten dessen, des Objektes und der Person. Oder wenn man Inneres, also es waren etliche auch dabei, die ihren eigenen Gedanken sehr beschäftigt. Und das war sehr übel. Also ihr wart, und du hast es noch ganz besonders deutlich gemacht, dass ich habe methodisch die Augen geschlossen, damit ich euch richtig wahrnehme. Das ist lustig, ja. Ich mache die Augen zu, damit ich dich richtig wahrnehme. Ist das nicht spannend? Also ich habe das nicht mit berechnet, ich habe wirklich gemerkt, weil ich so bin. Ja, ich bin vielleicht ziemlich einfach gestrickt. Ich sage, ja, also ganz banal. Ich sehe äußerlich das und das und beschreibe das. So würde nicht funktionieren. Aber ihr funktioniert anders. Ganz anders. Überraschend anders. Ich bin jetzt wirklich überrascht über dieses Format und diese Art einer Einführung in das, was Bewusstsein ist, habe ich so noch nie gemacht. Ja, deswegen bin ich jetzt wirklich überrascht. Aber ist es denn nicht so, dass die Erwartungshaltung, die wir haben und die Rolle, die wir jetzt von euch wissen, sowieso wie ein Filter vor der Wahrnehmung steht? Also du kannst in meinem Ding auch selbes Selbst anhaben, das ändert ja meine Erwartung nicht von daher. Genau. Filter ich ja die Wahrnehmung im Hinblick auf. Jetzt sind wir nämlich bei einem Punkt, der auch ein bisschen erklärt, warum wir so unterschiedlich wahrnehmen. Nämlich weil Wahrnehmung etwas auch mit Erwartung zu tun hat. Ja, interessant ist, jetzt brauche ich mal einen kleinen Exkurs, die Anatomie unseres Gehirns. Darf ich vorhin noch fragen? Ja, bitte. Ist nicht auch ein wichtiger Punkt, dass wir ja nicht nur jetzt Wahrnehmung hatten, sondern wie stelle ich meine Wahrnehmung dar? Also wir haben darüber geredet, was wir wahrgenommen haben. Und da haben wir natürlich eine soziale Rolle. Wir wollen natürlich nicht sagen, das ist total idiotisch, weil am Anfang so einer Veranstaltung möchte man produktiv sein und das soll in einen guten Flow kommen. Also das heißt, wir filtern natürlich ganz stark unsere Art, wie wir unsere Wahrnehmung dann formulieren. Ist da immer ein riesen Unterschied? Ich nehme was wahr und dann muss ich es ja irgendwie in eine Form bringen, oder? Ja, du hast jetzt das Thema angesprochen, wie weit du höflich bist. Ja, und mir bestimmte Sachen ersparst. Ja, ja, ne? War gar nicht so schlimm. Also auch hier, die Zensur. Ja, die soziale, kulturelle Zensur dessen, was ich jetzt über meine Wahrnehmung auch mitteile. Denn ich möchte den anderen ja nicht verletzen. Wolltest du irgendwas zu ihm sagen? Wie
Ich nenne es jetzt, wisst ihr, warum ich ganz glücklich bin, dass die Glocke da ist. Das ist nämlich das, da, wo ich den Aufmerksamkeitsfokus verliere. Das war nämlich immer. Ja, also ich bin eher schon mit meiner Aufmerksamkeit von Udo ist eher so. Udo hat mehr extrovertierte Intuition und nicht mehr. So. Irgendwo. Also helfen wir nochmal gerade. Genau, er hat was gesagt und dann wollte ich achso, ja, ich hab das als jetzt gerade nochmal zum Anlass genommen, um ein Stück weiter zu gehen, nämlich das Thema mit den Erwartungen. Ja, dass also unsere Aufmerksamkeit sehr viel zu tun hat mit Erwartungen, die ganz häufig unbewusst sind. Ja, also ihr seid, und auch ich, wir alle sind mit unbewussten Erwartungen gekommen, mit bewussten und auch unbewussten. Und jetzt wollte ich kurz einen Exkurs machen in die Neurobiologie, Neuroanatomie. Ja, unser Gehirn ist auch so aufgebaut, dass, hören wir mal bei den visuellen Martin. Das, was ihr seht, wird als umgekehrtes Bild auf der Netzhaut abgebildet. Und die Netzhaut macht aus diesem Bild auch. Ja, macht es elektrische Impulse. Elementar, das sind Elementarereignisse, neuronale Elementarereignisse. Interessanterweise, egal was ihr was in eurem Gehirn abgeht und welche Sinneswahrnehmung ihr habt, da seid ihr mit den Tieren ganz gleich. Es sind immer elektrische Impulse, die dort hin und her flitzen und an den Synapsen chemische Prozesse. Ja, mehr passiert da nicht im Gehirn. Immer das Gleiche. Ja, interessant, ja, das Gehirn, oder beziehungsweise erst die Retina, die Sinneszellen an eurem Augenhintergrund, aus diesem optischen Bild machen wir elektrische Impulse. So, und jetzt gehen diese elektrischen Impulse nicht etwa direkt ins Gehirn, also in die Großhirnrinde, da wo ihr die bewusst wahrnehmt, sondern ist ein zwischengeschaltet, ist eine Umschaltstation, ein Relais. Anatomisch nennt man das ein Nervenzellknoten, Ganglion. Ja, und das, in dem Fall heißt das Corpus geniculatum laterale. Müsst ihr euch nicht merken, das ist im Thalamus für diejenigen, die das irgendwann mal studiert oder gehört haben oder gelernt haben. So, und die jetzt ganz interessant, und mit diesem Corpus geniculatum laterale im Thalamus, kommen jetzt diese ganzen Impulse an, oder wenn die noch gekreuzt, das sehen wir am Kreuz noch, und dann passen auch noch mal ein paar Sachen, aber das ist jetzt nicht so relevant. Wichtig ist, in diesem Corpus geniculatum laterale kommen diese Impulse an und machen aber nur einen ganz kleinen Teil dessen aus, was dort passiert. Der größte Teil der Afferenz, also das, was dieses Corpus geniculatum laterale empfängt an Nervenimpulsen, kommt von oben, von der Großhirnrinde und von anderen Nervenorganen. Das heißt also, dass für das Gehirn das, was aus dem Auge kommt, gar nicht so interessant ist. Für das Gehirn ist viel interessanter, was es selber an die Wahrnehmung, an Anforderungen gestellt, an Erwartungen, an sozial gelernte Interessen, in Aufmerksamkeit stellt. Und natürlich gibt es auch die Augenmotorik, ist auch verbunden mit dem, was dort in diesem, ihr merkt es, fällt mir nicht so einfach, dieses Wort dazu zu sagen, Corpus geniculatum laterale. Was da passiert, das steuert auch die Augenbewegung. Ja, also wo wir unsere Aufmerksamkeit. Und das, was so ganz wichtig ist, schon in der Anatomie erkennbar, was man dann mit psychologischen Versuchen natürlich sehr gut nachweisen kann, unser Gehirn interessiert sich nur zu einem Bruchteil für das, was tatsächlich da draußen ist. Sondern unser Gehirn ist so aufgebaut, dass es vor allem das sieht, oder hört, was es schon weiß, was es schon kennt.
Was wir an Bildern sehen, sind eigentlich Erinnerungsbilder. Von Dingen, die wir irgendwann mal erinnern. Diese Erinnerungsbilder sind auch gleichzeitig unsere Erwartungen. Übrigens können wir nur die Dinge, die wir bereits kennen, für die wir einen Begriff haben, optisch wahrnehmen. Wir können nur also das, was wir nicht kennen, wofür wir keinen Begriff haben, sehen wir gar nicht. Also das ist nochmal sehr wichtig zur Funktionsweise des Gehirns. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu eurer Wahrnehmung. Ihr seid ja sehr in euch reingegangen, ja, und habt also tatsächlich euer Gehirn befragt, nach dem, was da alles schon drin ist. An Überzeugung, an Konzepten, an intuitiven Fähigkeiten. Okay, das heißt, ich bin echt noch ganz baff, ja, dass ihr euch für das, was jetzt optisch hier, objektiv hier vor euch steht, relativ interessiert. Ich kritisiere das nicht, ich bin nur sehr überrascht. Und ja, und jetzt will ich euch mal einen Begriff erklären, nämlich der naive Realismus. Kommt aus der Bewusstseinsphilosophie. Und das ist das Phänomen, dass ihr das, was ihr hier vor euch seht, geht nochmal in Kontakt mit uns, in die Wahrnehmung. Ihr habt, also wenn es so ist wie bei mir, und so wie es auch in der Literatur beschrieben ist, dann müsst ihr uns eigentlich so wahrnehmen, als wären wir tatsächlich hier vor Ort. Und zuerst unzweifelhaft, dass wir jetzt hier vorne stehen und dass es so ist, wie ihr es wahrnehmt. Das nennt man naiven Realismus und der ist in dem Alltag sehr nützlich. Wenn wir unsere Wahrnehmung ständig in Zweifel ziehen müssten, wären wir handelt. Also das ist gut, wenn ihr das als ganz real und unmittelbar erlebt. Gar kein Zweifel, ja, dass meine Wahrnehmung stimmt. Naive Realismus. Eine sehr gesunde Einrichtung des Lebens. Aber, wenn man es genau untersucht, eine Benutzerillusion. Das stimmt gar nicht. Ja, denn das, was ihr hier seht, ist vor allem eine Rekonstruktion eurer neuronalen Gehirnprozesse. Also, ihr seht mehr von dem, was ihr schon kennt und was in eurem Gehirn ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ihr kennt uns ja noch nicht. Alles, was ihr uns jetzt an Attributen an den Kopf knallen würdet, würde mehr von euch, würde was über euch aussagen als bloß. Ja, deshalb habe ich so gesagt, ich werde euch später erklären, warum ich jetzt so robust bin. Ja, weil ich weiß, alles, was ihr jetzt wahrnehmt, sagt eigentlich über mich relativ wenig aus. So, etwas über. Du schützt den Kopf, ja, bitte. Ja, also wissen, dass man das Ding an sich nicht sieht, dass es natürlich eine Konstruktion sozusagen meines Geistes ist, trotzdem kann ich eine Beobachtung phänomenologisch machen. Und die ist sozusagen auch die einzige Möglichkeit, eine Beobachtung zu machen. Und man kann ja nicht kommunizieren. Also in dem Moment, auch wenn ich nichts sage, entsteht hier vorne allein Mimik, da ist ja auch der Hauptfokus drauf in der Aufmerksamkeit. Ich schaue weniger auf die Hose, sondern ich schaue ins Gesicht. Und da allein lässt sich sozusagen eine ganze Story ablesen, auch ohne dass es eine Projektion dann sein muss. Einfach nur die phänomenologische Beobachtung. Weil das hilft sozusagen rauszukommen aus dem, wir sind unmöglich zum Ding an sich in gewisser Hinsicht zu kommen. Es ist ja klar, es geht alles über die Augen und über mein Hirn. Nichtsdestotrotz, Phänomenologie, Edmund Husserl, ist es möglich, sozusagen eine relativ projektionsfreie Analyse zu machen. Ob man die dann auch noch teilt, ist dann wiederum die andere Frage. Das wäre dann die Metareflexion, ob es adäquat ist, das, was man wahrgenommen hat, tatsächlich auch in dem Rahmen zu teilen. Aber wir kommen ja nicht raus aus unserem Kopf in gewisser Hinsicht. Also bleibt keine andere Möglichkeit, als so neutral wie möglich sozusagen zu beobachten. Und ich glaube, dass das geht. Das war der Anfang der Phänomenologie. Okay.
Du hast Edmund Husserl erwähnt. Ich habe mir auch überlegt, ob ich den heute zitiere. Ja, genau. Die Claudia hat mich intern verabredet, dass die Claudia mich immer ermahnt. Wenn ich ist schon mal wir reden drüber, vielleicht nachher in der Pause oder so. Ja, ja. Edmund Husserl ist ein unser Thema. Mhm. Ja, und die Methode der Epoche, ja, also das ist sich in den Tagen selber. Genau, dass wir wirklich so gut wie können von allem, was wir schon wissen und Vorurteilen haben, absehen und den anderen wirklich zur Wesensschau zu kommen. In die Wesensschau zu kommen. Mhm. Ich wollte euch das nicht ersparen, ja, weil das schon sehr philosophisch und abstrakt ist. Und ich hatte so das Gefühl, die lebenspraktische Anwendung habe ich da nicht so gut erkennen wie gestritten. Mhm. Dass ich das für heute als Thema ausgeklammert habe. Aber ein total passender Hinweis. Ja. Gut. Ja, die Leute haben mich erwähnt. Also, was wir jetzt hier zu bitten, habe ich gerade erinnert, um was es eigentlich geht. Was tun wir jetzt hier? Was wir hier tun, ist mit der Kommunikation. Wir reden darüber, wie wir funktionieren. Wie die Kommunikation zwischen uns funktioniert. Wie wir intern funktionieren. Wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Und wie viele andere Dinge. Lebensfreude. Und jetzt das unendlich ausdehnen. Ja? Die Frage der Lebensfreude, der Fähigkeit, Schuldgefühle zu haben, Verantwortungsgefühl zu haben. Das können wir jetzt endlos ausdehnen. Aber wir können darüber gemeinsam oder auch alleine reflektieren. Übrigens noch eine weitere Möglichkeit der Metakognition ist, dass wir mit einem Transzendenten gegenüber in Kontakt gehen. Wir können mit Gott sprechen, wir können nicht an Gott glauben, in irgendeiner anderen äquivalente Instanz oder mit unseren höchsten Werten in Kontakt gehen. Wir können die befragen. Ja? Also immer wenn wir heraustreten, und uns von außen und das, was zwischen uns beiden passiert, von außen betrachten, gehen wir in eine Metaebene. Und ich sage immer, die Metaebene oder die Metakognition ist für mich ein friedlicher Ort, weil sie mich heraushebt aus diesem unmittelbaren Konflikt sein oder einfach die Dinge, die ich irgendwie so wahrnehme oder da, wo ich gerade so drin bin. Und die Metakognition hebt mich aus dem heraus und ich kann die Dinge wie so ein bisschen schwebend aus der Vogelperspektive oder von außen oder auch von innen betrachten, ohne so stark in sie verstrickt zu sein. Ja, deswegen sage ich mal, für mich ist die Metaebene und die Metakognition ein friedlicher Ort, an dem wir uns, wenn wir uns allzu sehr verstrickt haben, verständigen können. Und das ist der ganz praktische Vorteil, also in unserer Beziehung, vielleicht werden wir nicht bald, wenn wir nicht gehen, nicht zu gehen, ja, und immer wieder zu reden, warum das ist, wie wir sind, ja, also in Beziehungen. Aber auch für mich selbst, um mein eigenes Wesen zu sehen, meine Identität, ja, das, was mich ausmacht. Ich denke, ich irrsinnig gern zum Beispiel nach darüber, was bin ich für ein Typ, ja. Wie funktioniert das in mir, meine Denkvorgänge, mein Fühlen anders als bei anderen? Was macht mich besonders? Ja, das ist für mich ein ganz schöner Aspekt auch dieser Interpretation. Und zu schauen, wie läuft das so in mir ab? Ja, und dann auch dann von dieser Metaebene aus dann noch einen mittleren Kontakt mit mir selbst zu bekommen und auch andere. Ich will nur mal Mike fragen. Mike, du hattest mich ja gebeten, dass ich ein bisschen einführe in die Thematik. Gibt es einen Punkt, den du noch gerne benannt oder bearbeitet, gesprochen, den du schon würdest? Ich möchte den Bewegung des Landes bei dir nehmen. Vorher auch schon. So, ist ja die Frage, ob die Menschen halt in der Lage sind, so, ne, abgesehen von dem normalen Funktionieren, das kann ich ja verschieden beschreiben. Wenn wir die Plantation gleich sind für die Matrix, dass wir normalerweise in unserem Dasein irgendwo als Automaten ablaufen, nach bestimmten Prägungen, die wir als Kind in bestimmten
von der Sozialverdammung erfahren werden, und das ist nun mal weiß keiner ab. Wir sehen das, was wir sehen sollen, und fühlen das, was wir fühlen sollen, und kommen selten auf diese Metaebene, wo wir mal drauf schauen, ist es wirklich das, was wir wirklich ablaufen lassen und was wir eigentlich, ich glaube schon, eigentlich sind und was wir vielleicht wirklich sein könnten. Und die Frage, die an dem Raum steht, für das Symposium ist ja, wird man mit diesem, wie auch immer, getriebenen Dasein in der Weise, irgendwo bestimmte Lebensgrundlagen unserer selbst in Frage zu stellen, ob wir als Menschen überhaupt fähig sind, neurobiologisch oder als soziale Wesen mit dieser Fähigkeit, die uns in unserer bisherigen Welt nur als eine kleine Möglichkeit erscheint, eben, ne, aus der Meta-Ebene, Meta-Kognition, Meta-Bewusstsein heraus, mit die Dinge erstmal zu reflektieren, die wir täglich vollziehen. Ne? Das hat dann eine Möglichkeit. Und das hatte ich ja eingeladen, dass wir die Buch darzustellen, hast du so schön gemacht, aber es ist schon mal, dachte ich, versuche uns das mal so als Auftakt zu vermitteln. Was ist diese Fähigkeit? Wo kommt die her? Wie können wir die stärken? Genau, ich finde, so lange bewegt euch jetzt dahin. Macht mal weiter. Vielleicht nochmal ein Aspekt von ist laut genug. Ein Aspekt von Metakognition sind die Selbstzweifel. Die Hauptzweifel. Die Zweifel daran, dass das, was ich als wahr nehme und als wahr verstehe und wahr denke, dass das tatsächlich so ist. Und die ganze Wissenschaft beruht eigentlich darauf, ja, dass wir die Möglichkeit, dass wir uns irren und dass wir Fehler machen, dass es nicht so schlimm, wie wir es sehen. Wir hatten sogar, dass wir das, was wir messen, in aufwendigen Versuchsanordnungen, dass selbst das ein Irrtum ist. Ja, wir berechnen in der Wissenschaft Irrtumswahrscheinlichkeiten. Beziehungsweise beeinflusst von dem, der es misst. Und wir haben erkannt, dass es sehr stark abhängt von demjenigen, der die Untersuchung führt oder der eine Beobachtung macht, was dabei rauskommt. In der subatomaren Physik ist das dann ein ganz großes Thema. Ja, aber auch im Alltag ist das sehr hilfreich. Also ich liebe Menschen, mit denen ich darüber reden kann. Kannst du bist du ganz sicher, dass das so ist, wie du das gerade überhaupt ist? Aber es ist nicht immer. Naja, nein, also es gibt schon viele Situationen im Leben, in denen ich nicht ständig darüber nachdenken möchte, ob das jetzt stimmt, was ich denke, sondern das ist so nah, so das fühle ich so. Da bin ich ganz damit identifiziert mit diesem Gefühl, dass ich jetzt da so und so dazu stehe. Das ist nicht immer dann einfach da rauszugehen und zu sagen, naja, könnte ja auch irgendwie anders sein. Aber da sind wir auch unterschiedlich. Also ich kann das oft auf der, wenn ich nicht sehr emotional in was verstrickt bin, dann kann ich schon gut auf dieser Metaebene über Dinge oder auch mich selbst in Zweifel ziehen. Wenn ich aber da wirklich da drin bin, ja, und ein starkes Gefühl dazu habe, das gerade nicht. Oder ich will es dann. Ja, weil ich denke, es ist ja dann gegen mein Interesse. Ja. Ja, ich bin dann mit meinem Eigeninteresse sehr stark, mit meinem Instinkt auch. Ja. Ja. Was auch immer das ist. Ja, Revier verteidigen, Essen, ja, verboten. Und das hat natürlich auch eine Berechtigung, weil es geht ja um das, das hat die Natur so gemacht, das ist das Überleben meines Wesens. Genau. Also das sind auch zwei Pole. Einerseits die Metakognition, die wichtig ist, und andererseits dieses, naja, ich bin nur mehr auf dieser Ebene, bin, wo alles relativ ist, in der Postmoderne, ja, alle Perspektiven sind gleich wichtig, dann kann es auch sein, dass ich mich in Situationen begebe, die mir schaden. Also meine Grenzen zum Beispiel nicht mehr spüre oder sie einfach beiseite lasse und verletzt werde. Das sind so diese zwei, ich sehe das als so zwei Bewegungen, ja, immer wieder mit meinem Selbsterhaltungstrieb in Verbindung zu sein, mit meinen gesunden Grenzen. Und auf der anderen Seite natürlich auch dann immer wieder darüber hinauszugehen und das zu transportieren und zu schauen, wie man das dann noch und wie kann ich das jetzt.
wobei ja einfach mal einwerfen, gerade das Problem. Ich kann nur sagen, dass der uns bisher in den letzten Jahrhunderten antrainierte Selbsterhaltungsbetrieb innerlich ja offenbar zu eng ist und nicht wirklich, zumindest so als mit unserem Selbsterhalt dient, sondern der Illusion des Selbsterhaltes. Ne? So dass ich wirklich viel Geld anhäufe, bis alle Millionär werden auf der Welt, um Sicherheit zu sagen, macht ja theoretisch genau unser Geld kaputt. Und die Frage ist ja, insofern fand ich ja etwas spannend, was du gesagt hast nochmal, ne? Die Frage, können wir dort alleine rauskommen oder braucht man den anderen, der uns da auf eine angenehme Art rausholt, ohne dass wir gleich gegen reagieren? Ne? Das fand ich einen spannenden Punkt. Gibt es denn Möglichkeiten, dass wir aus unserem beschränkten Höhen-Matrix-Muster noch öfter herauskommen, ohne gleich zuzumachen wie Schatten? Ne? Und wie kann das geschehen? Kriege ich es dort alleine hin? Oder brauche ich eine bestimmte Art kommunikativer Hilfe eines anderen, ne? Der mich da so angenehm herauszaubert? Wir fangen jetzt gerade an, schon in der Diskussion anzutreten. Du hast auch uns erzählt, dass wir das letzte Drittel unserer Zeit mit euch verbringen dürfen, dass wir die einer Diskussion stellen. Du wolltest zum Schluss aber noch was sagen, bevor du die Diskussion eröffnest, nämlich dein ganz persönliches Thema. Ich habe ein ganz persönliches Thema, das ich gerne mit euch teilen möchte. Als Arzt und Physiotherapeut bin ich gewohnheitsmäßig in Situationen, in denen ich mich auch mal hilflos fühle. Ja, dass wir einen Krebspatienten nicht retten können, dass der Patient stirbt und ich kann nichts dagegen tun. Oder ein Psychotherapiepatient, da kann ich alles anwenden an Erfahrung und Wissen und Methoden. Der wird nicht gesund. Ja? Und dann löst das bei mir auch ein Gefühl von Hilflosigkeit. Das schlimmste Gefühl von Hilflosigkeit ist, wenn ich eine Sterbebegleitung mache und einen Menschen, den ich eigentlich würdige, den Tod führen möchte, dass der selbst in der Morgen, wenn ich merke, der überlebt die Nacht nicht, immer noch nicht sterben kann. Wo ich alles unternommen habe, wenn ich Menschen helfen möchte, sich zu versöhnen mit diesem Sterben müssen, dem natürlichen Sterben müssen. Und da bin ich zutiefst. Also Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle gehören zu meinem Beruf als Arzt und Psychotherapeut dazu. Aber ich habe auch in Bezug auf die Probleme unserer Welt, für die ich jetzt nicht in der Hauptverantwortung stehe, das Gefühl, dass wir immer kollektiv immer hilflos sind. Und dass auch die, denen wir die Macht verliehen haben, diese Probleme zu lösen und zu Politikern, dass die auch immer hilfloser stehen. Und dass wir aber irgendwie ein Problem haben, darüber zu reden. Dass wir die Ohnmacht, dass wir diese Ohnmacht nicht in die Metakommunikation geben. Das ist einfach mal, das ist sozusagen sozial akzeptabel ist, dass man es den anderen zumuten kann, dass ich als Verantwortlicher ohnmächtig und hilflos bin. So nicht mehr wünschen. Also im Sinne der Metamoderne würde ich mir eine Kultur wünschen, in der ich, obwohl ich in der Verantwortung stehe, auch mal sagen darf, ich bin total wahllos. Ich weiß überhaupt nicht weiter. Oder zumindest, dass ich sagen kann, ja, es gibt 3-4 Optionen. Ich weiß jetzt nicht, welche genau die richtige ist. Ich treffe die Entscheidung am besten mit diesem Gewissen. Aber selbst das ist in der Politik oft nicht möglich, weil die Kultur so gestaltet ist, dass jeder sagen muss, er weiß hundertprozentig die richtige Richtung. Und wenn er es nicht weiß, dann weiß es die Opposition. Ja, und das hindert einen daran, wirklich dieses, also auch in der Corona-Zeit, wir wissen nicht genau, ob die Maßnahmen jetzt wirklich wichtig sind. Sie sind plausibel, wir glauben, dass das jetzt der beste Weg ist. Es kann natürlich auch sein, dass ein anderer besser ist, wissen wir auch erst hinterher. Ja? Aber dieses auch das sagen zu können, zugeben zu können und ohne zu befürchten zu müssen, und dann werde ich nicht mehr gewählt. Also mein persönliches das Thema, dass ich mit denen von euch, die darauf Lust haben, darauf zu reagieren, gerne teilen möchte. Ich lade also ein, wenn ihr wollt, da eure Meinung sozusagen oder eure Gefühle oder eure Impulse oder auch zu einem anderen, über das wir heute gesprochen haben. Wir nehmen uns jetzt zurück. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Aber wir bleiben noch hier. Und wir sind jetzt da und versuchen, das noch ein bisschen zu moderieren. Was wir so an Diskussionsbeiträgen mitteilen. Bitte.
es gibt doch kernspintomografische Aufnahmen vom zentralen Nervensystem und es gibt wenige Menschen, zwar sind das einige Fälle, aber wenige Menschen, die überhaupt kein zentrales Nervensystem haben. Es gab solche Beobachtungen, die können trotzdem denken. Das heißt, es führt doch zu der Vermutung, wir denken gar nicht hier. Es kommt von irgendwoher, wie bei einer Cloud in einem Computer, aus dem die Informationen von woanders kommen. Was hältst du davon? Das würde natürlich ein bisschen die Problematik der Meta-Betrachtung sozusagen konkretisieren. Vielleicht ist das so was Ähnliches. Ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil die macht mich gerade total wütend. Ich habe keine Ahnung, was ich dir darauf antworten soll. Könnte auch sein, dass du ein Bauchdenken hast. Ja, nein, also das höre ich auch zum ersten Mal, dass es also Menschen gibt, die im Kernspinnen kein zentrales Nervensystem. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt leben sollten. Nach dem, was ich gelernt habe, also ich bin jetzt gerade mit dieser Frage völlig überfordert und muss passen. Vielleicht kann jemand anders von euch dann eine Antwort geben. Ich kann es leider nicht und er kann darauf nichts Sinnvolles sagen. Ja, ich meine, das ist eben so etwas wie ein, wie Gott gibt, den wir bloß nicht als Gott bezeichnen, im christlichen oder sonstigen religiösen Sinne, sondern sozusagen eine Übersphäre, die, in der das Denken stattfindet und unser Hirn ist so etwas wie ein Sender und ein Empfänger. Unsere Welt ist ja nichts weiter als Information. In der Zwischenzeit haben die Physiker das ja auch sozusagen analysiert und ein bisschen die Kleinigkeiten und Nachbedeutungen haben gefunden, dass es eigentlich alles so eine Information ist. Das muss ich ja mal anschließen, da wird das Thema, was wir erst noch nicht schon hatten, die Frage, wo kommt diese Möglichkeit der Metakognition überhaupt her? Wenn wir normalerweise ja immer als geprägte Wesen, nur aus früher Kindheit oder Schule reagieren, die Dispensanlage 99% vorgeprägt, spuren wir ab. Ne, und Frage, ob also die Fähigkeit, jetzt eine Sache nicht nur aus einer Prägung, sondern aus einer komplexeren, weiteren, größeren Dimension zu sehen, ne, ob das ja wirklich wir sind, oder ob es im Lauf beruht, dass wir da in Resonanz, in Wahrnehmung, oder Fran, der hat auch was drüber geredet, ne, so in kognitiver Erweiterung mit einem, wie auch immer, in unserer modernen Welt bisher nicht gefassten Feld, Energiefeld, Prüfungsfeld, Akasha-Chronik, whatever, gibt da viele Worte dafür, ne, so ne, stehen. Ne, und ob, wenn es so ist, ne, die Frage ist, was diese Öffnung unseres Fokus eben ermöglicht, ne? So die normalerweise ja zugeschüttet wird, kulturell im Sinne der Haltung von Systemen, von Macht und so weiter, ne? Und die also frühkindlich dicht gemacht, die Schotten und diese erweiterte Resonanz, die kleine Kinder oft noch haben, ne? So findet eben das statt. So, wie gesagt, lieber diese größere Intelligenz sei völlig dahingestellt, aber die These war eben im Buch, wir werden die Probleme dieser Welt nicht freudvoll lösen, wenn wir nicht dafür eine Sprache finden. Die haben sie dann Transzendenz genannt, ne? So dann Maßlauf und anderen. Um die klassischen Begriffe wie Gott und Nullpunkt wegzulassen. Die anderen, es gibt ja, eine transzendente Realität, so, ne, ein Quantenfeld von immer, und dass es sinnvoll ist anzunehmen, ne, so, wir kommen an Informationen rein, wenn wir uns da in Verbindung setzen. Was wir bisher gar nicht probieren, unsere Wissenschaft. Ne, ja, das ist ja in der Wissenschaft, ist das ja nicht etwas, das kommt uns ja wie ein Blitz, wenn wir das entdecken. Und umgekehrt die Prämonition und die Vorsehung. Solche Dinge sind Realität. Es würde genau das Gleiche in die Richtung gehen. Sonst würden wir dazu nicht fähig sein. Es gibt Menschen, konkret habe ich schon ein paar erlebt, die Dinge vorausahnen, insbesondere Unglücksfälle oder Gefährdungen, vorausahnen, wenn auch nur ein paar Minuten. Und dann hätten, das wäre ja sonst nicht erklärbar, wie ist es denkbar? Und solche Fälle, insofern, finde ich Mikes Argument und Denkweise, stimmt, finde ich genau richtig. Ja, wir haben genau Peter. Ich würde gerne das gemeinsame Suchen noch stärker darauf lenken,
was macht denn jetzt, also nicht so sehr sozusagen auf die Spekulation, wo kommt das jetzt her oder wie muss man das benennen oder was ist, wenn das zentrale Nervensystem fehlt, sondern mich interessiert eher die Frage, ich würde das, glaube ich, wirklich so benennen, also was schafft diese kulturelle Formierung, die uns immer enger macht, inwiefern schnurrt der öffentliche Diskursraum immer mehr zusammen, sodass diese Kräfte, die wir brauchen, um diese Selbsttranszendenz, nenne ich das jetzt mal, um da irgendwie hinzukommen, warum sind die Resonanzverhältnisse, wie Hartmut Rosa das vielleicht nennen würde, immer gefährdeter oder dringen nicht mehr so richtig durch oder fühlen sich unter einem Druck, sich den autoritär verhängten Verhältnissen anzupassen. Das interessiert mich mehr sozusagen als jetzt die Suche nach den richtigen Begriffen oder die Erklärung. Da gibt es ja nun auch ein paar Leute, aber immer noch weniger Forschungsgelder, die da forschen. Aber diese soziale oder kulturelle Frage, die finde ich noch wichtiger, ehrlich gesagt, wenn sozusagen die Resonanzverhältnisse nicht mehr gegeben sind oder die Bedingungen, um dahin zu kommen, schlechter werden, dann wird es auch für uns schwieriger zu dem, wo wir jetzt vielleicht hinwollen, wenn wir das Metamodern oder Metabewusstsein oder Metakognition nennen. Und auf diese Suche nach den erschwerten Bedingungen oder nach den wieder frei werdenden Bedingungen würde ich mich am liebsten machen. Dass viele Menschen gar nicht fähig sind zur Metakognition. Nicht, weil sie irgendwie böse sind oder weil sie irgendwie, weil sich nicht kulturell irgendwie geformt wurden, sondern das scheint schon auch eine Fähigkeit zu sein, die man hat oder nicht so sehr hat, die man zwar üben kann, die aber doch irgendwie auch angelegt ist. Habe ich da richtig verstanden? Also ich sehe es zumindest so in meinem Umfeld. Ja. Also es gibt Menschen, mit denen kann ich gut auf die Metaebene gehen und dann ergibt sich da irgendwie ein Konsens, selbst wenn wir keinen haben, ja, auf einer anderen Ebene. Und dann gibt es Menschen, da geht das einfach nicht und da muss ich andere Wege finden, dann mit denen Kontakt zu gehen und andere Worte finden und andere kommunikative Methoden, als auf diese Metaebene zu gehen. Das ist der Name. Gehört ja, sehe ich das immer wieder zum Beispiel. Dann weiß ich, das hat halt keinen Sinn. Das weiß ich dann. Also das wäre jetzt meine persönliche Antwort darauf, aber vielleicht gibt es auch noch andere auf diese Frage. Oder das Anliegen. Ja, also ich kann da drauf sehr gut oder daran sehr gut anschließen und auch das noch vielleicht nochmal aufgreifen, ohne dann eine große Plus-Definition liefern zu wollen. Ich fühle mich ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann mit den ganz großen Geschützen wie Gott dann irgendwie ankomme. Ich finde diesen sozialen Aspekt extrem wichtig. Wir haben vorhin gesagt, Metakognition funktioniert im sozialen Zusammenhang. Und zwar auch deshalb, weil wir sonst in diese Falle laufen, wie bei der Wahl, dass wir immer nur das wieder reproduzieren, was wir eh schon wissen und was wir schon kennen. Die gleichen Muster. Das heißt, wir müssen uns mit dem Fremden auseinandersetzen, und zwar auch fremden Menschen, fremden Denkweisen. Und mir scheint, das ist ein entscheidender Punkt. Also wenn wir im Sozialen diese Gegensätzlichkeit fruchtbar machen können, gut nutzen können, dann ist das was Wunderbares. Und mir scheint, da kommt ein Begriff ins Spiel, den auch Mike oft zentral verwendet, nämlich Liebe. Das im persönlichen Kontext bin ich bereit, mit einer anderen Subjektivität ganz auszusetzen, in all ihrer Merkwürdigkeit und mit Leuten, die nachts schnarchen und was weiß ich was, ja, weil das nennt man Liebe. Ja. Und ich glaube, die Lieblosigkeit unserer Gesellschaft, die hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir oft nicht die Metakognition hinbekommen. Also wir halten uns jetzt ganz bewusst zurück. Wir wollen jetzt, wir haben natürlich was dazu zu sagen, aber wir wollen euch jetzt vor allem den Raum geben. Bitte, ja. Ja, ich kann nochmal ein bisschen Teil aus Impro-Theater-Spielen da reinwerfen. Wenn ich Impro-Theater mache, dann weiß ich überhaupt nicht, was als nächste passiert. Ich werde dann hypersensitiv, weil ich würde irgendwo, überall kann ein Hinweis sein, solche Sachen. Und ich habe manchmal erlebt, wenn ich ganz aus meinem Herz Impro-Theater spiele, dass da Leute sagen, wie weißt du das von mir? Und das ist irgendwo, das ist meine Erfahrung, da ist etwas, ich würde nicht sagen, dass es irgendwo hinkommt, das ist mir eigentlich ganz egal, aber da ist eine Sensitivität, dass wenn ich nicht weiß, dann weiß ich irgendwo ganz viel mehr. Und noch ein anderes, was ich auch kenne als Theater mit Impro-Theater, dass das nicht nur meine Qualität ist,
aber auch die Qualität von den Zuhörern. Dass da irgendwo etwas ist, wenn das ganze Publikum denkt, naja, muss man gucken, was ich gerade mache. Das könnte so vielleicht auch ein Vorbild sein. Und wenn da eine ganze Gruppe Leute ist, denkt, ah, das ist Richard, der wird etwas Tolles machen, dann mache ich oft Sachen, dann sage ich Sachen, dann denke ich, das muss ich mal aufschreiben, weil das möchte ich selbst auch noch für mich bewahren. So, ich glaube, dass da etwas ist, was mit Nichtwissen zu tun hat, was mit Feld zu tun hat, und auch was mit Offenheit zu tun hat. Denn die Offenheit, die kann man in Gruppen, das kann man ziemlich gezielt, kann man was mit machen, mit Zuhören. Man kann Übungen machen mit Zuhören. Und wenn eine Gruppe zuhört und einer spricht, dann spricht die einfach viel intelligentere Sachen dann, wenn die Leute nicht zuhören. So, ich glaube, dass Intelligenz etwas ist, was aus das Nichtwissen kommen kann und auch was auch aus einer Gruppe kommt, ohne zu wissen, wie das dann funktioniert. Weil wenn ich das wisse, dann verliert es seine Kraft fast. Das war mein Bestand. Also passend dazu, ich glaube, was abhanden gekommen ist, gerade über die letzten Jahre, ist die Neugierde aufeinander. Also dass ich, ohne den anderen zu bewerten, ah, interessant, so sagst du das, so siehst du das. Und ich glaube, dadurch fällt die Kommunikation auf der Metaebene und damit auch zu gucken, wie kommen wir denn wieder zusammen, so schwer. Kann man darüber philosophieren, wo das jetzt hergekommen ist. Ich glaube, es ist nicht nur in den letzten 4 Jahren entstanden. Das ist schon, der Prozess geht schon länger, aber diese Polarisierung, dass man sofort weiß, was richtig und was falsch ist und nicht erstmal, ach interessant, aber so siehst du das. Und warum siehst du das? Und dass man da den Menschen ergründen will, ohne ihn in seine eigenen Werte gleich hineinzubringen, hineinzuquetschen, das ist, glaube ich, was verloren gegangen ist und wo ich mich freuen würde, wenn wieder mehr Menschen schauen, wie können wir das wieder befördern? Wie können wir das wieder mehr in die Gesellschaft hineinbringen? Was für eine Idee? Ich glaube, dass wir... Ich habe noch mal rückgefragt, wer... Also meine Idee ist, und ich würde sagen, was ich auch irgendwo versuche zu praktizieren, ist natürlich bei mir damit anzufangen, offen damit zu sein, was ich denke, unabhängig davon, was mir im Feedback entgegenkommt. Und zu sagen, hey, so sehe ich das, wie siehst du das? Und ich merke aber, dass das immer schwieriger wird. Ich merke in mir die Angst aufsteigen, okay, gute Freunde von mir sehen das ganz anders und wir streiten uns darüber. Und aber die Idee ist trotzdem, in den Kontakt zu gehen und trotzdem sich auszutauschen und zu sagen, hey, das tut mir jetzt weh, wie du das sagst, oder was auch immer ich dann authentisch sage, was gerade in mir ist, um weiter zu versuchen, den Kontakt zu fördern. Gelingt nicht immer, aber es gelingt auch überraschenderweise dann doch immer wieder. Und ich glaube, das ist das, wie ich zumindest praktiziere und wie, glaube ich, wir selber eine Chance haben, da wieder das Schiff langsam in eine andere Richtung zu